Und damit ein Heyo und herzlich willkommen hier zu einem neuen Projekt. Ja, jetzt haben wir ja Ni no Kuni 2 abgeschlossen und wir starten ins nächste Abenteuer, und zwar Assassin's Creed Syndicate. Ja, ich warte eigentlich schon die ganze Zeit drauf, dass ich mal Platz auf meiner auf meinem Upload-Plan kriege, damit wir dieses geile Spiel mal let's playen können. Beziehungsweise zusammen erleben können, ne? So, und ohne lange Umschweife werde ich jetzt mal auf Starten drücken. Und ich wünsche euch sehr viel Spaß. Natürlich auf Deutsch, ne? Wir werden natürlich auf Deutsch weiter fortfahren. Die Geschichte ist ihr Spielplatz. Abstergo. Hallo Novize. Vor kurzem begann die Forschungsabteilung von Abstergo einige neue Projekte in London. Wir wissen beide, wenn Abstergo aktiv wird, dann haben die Templer etwas vor. Wir glauben, dass sie einem neuen Eden-Splitter auf der Spur sind. Ich habe Leute in London darauf angesetzt. Bishop, Jacob und Evie Fry sind Zwillinge. Wie geil ist das denn? Apropos, mach die Kameras fertig, Beck. Ich habe ein Bild. Wann schickst du die Daten? Sind unterwegs. Das ist eine Menge. Ich werde sofort die Novizen drauf ansetzen. Du siehst komisch aus mit einer Waffe. Noch eine kleine Wanze anbringen und dann mal sehen, was sie uns zeigt. Ich hab was. Isabelle Ardon hat hier eine Verabredung mit irgendwem. Da steht nicht wer. Da steht nicht mit wem, Rebecca. Aber es ist wohl Bishops Job, das rauszufinden. Moment, euer Auftrag lautet, findet Infos zu einem Edensplitter in London. Haben wir. Und jetzt würde ich gern das neue Spielzeug probieren. Es gefällt mir nicht, wenn die beiden vom Plan abweichen. Nun ja, wir können nur tief durchatmen und weitermachen. Du suchst nach dem Edensplitter in den Erinnerungen von Jacob und Evie Fry, Assassinenzwillinge aus dem viktorianischen London. Der erste Satz Erinnerungen wurde heruntergeladen. Viel Glück. Das werden wir brauchen. Bruder George, es kam wie befürchtet. London ist gefallen. Dreimal schrieb ich dir und bat um Hilfe. Dreimal hast du geantwortet mit Schweigen. Und doch schreibe ich dir erneut, so verzweifelt bin ich. So wenige Auswege sehe ich. Ich brauche dich. London braucht dich. Du würdest sagen, die Aufgabe ist zu schwierig. Oder dass es nicht der richtige Zeitpunkt ist. Zu Geduld würdest du mir raten. Doch während du wartest, festigen die Templer ihre Macht. Sie haben einen neuen Großmeister gewählt. So skrupellos, so gründlich, dass man meinen könnte, Reginald Birch selbst sei zurückgekehrt. Sein Name ist Crawford Starrick. Und er will die ganze Welt beherrschen. Es gibt keinen Bereich der Gesellschaft, den er nicht kontrolliert. Keine Industrie kann sich seinem Einfluss entziehen. Bei Tage sind es gewissenlose Händler und korrupte Politiker, die bei ihm Hof halten. Und des Nachts verbreitet eine berüchtigte Straßengang namens The Blighters Angst und Schrecken in den Herzen der Bevölkerung. Es gibt kein Geschäft, das er nicht vergiftet, keine Person, die er nicht missbraucht hätte, sei es durch falsches Spiel oder rohe Gewalt. Und zusätzlich hat unser Feind es auch noch auf das höchste aller Ämter abgesehen. Und während du dich nach innen wendest, darf ich wagen, es zu behaupten, aus Angst wendet sich Crawford Starricks Ehrgeiz neuen Ufern zu. Zu Ländern und Kontinenten, die bislang unbesiegt waren. Nicht mehr lange, denn er weiß, wie ich es dir sagte, wieder und wieder und wieder, wer auch immer London beherrscht, beherrscht die Welt. Oha, da
kommt ja einiges auf uns zu. Wenn man bedenkt, dass wir diesen bösen Mann aufhalten müssen. Und das Schöne ist, wir werden dieses Mal nicht ein Assassin spielen, sondern sogar zwei. Ferris Heilberg. Und zwar... Hier wird das Eisen verladen. Der Templer, der hier das Sagen hat, ist Rupert Ferris, unser erstes Ziel. Und einmal den, Nummer zwei ist Sir David anderen. Brewster, der in den Besitz einer Sache kam, die uns in diesem Krieg ruinieren könnte. Denkt ihr beide, ihr schafft das? Was für eine Frage. Oh, richtig. Mein Fehler. Meine Damen und Herren, die unaufhaltsamen Fry-Zwillinge. Genau. Erleben Sie sie allabendlich im Covent Garden. Die Fry-Zwillinge, genau. George, ernsthaft, ich habe mir die Laborpläne angesehen und kenne jeden Weg. Und ich habe alles, was ich brauche, hier bei mir. Ich richte Ferris deine Grüße aus. Später, George, wir müssen den Zug erwischen. Jacob! Evie! Möge das Credo euch leiten, ihr Galgenstöcke. Armer Kerl, noch ängstlicher als sonst. Die Zeit war nicht gnädig zu ihm. Evie Fry, woher hast du das nur? Vom selben Ort wie du, Jacob. Evie und Jacob Fry. Wie Jonas. Die berühmten... Stimmt nicht. Fry. Zwillinge. So. Und wir spielen, glaube ich, als erstes sogar Jacob. Klick hat auch keiner gehört, dass die Tür, dass das Fenster da, ne? Dauert das doch lange oder geht's hier bald weiter? Er hält die anderen von der Arbeit ab, stopft ihm das Maul und repariert die Maschine und bringt mir Laudanum für meinen Kopf. Nur ein wenig Geduld. Ja. Okay, also den Herrn. Okay. Jetzt müsste ich gerade mal gucken. Wie die Steuerung nochmal war. Gott. Ja, sorry, ich. Sehr lange her, dass ich das mal. Ach ja, das wird ja hier gar nicht richtig angezeigt. Ja, ah, da haben wir schon mal den Dingsvisier. Das Dingsvisier, das ist schon mal gut. Okay, da drüben müssen wir hin. Ich schätze mal, ich darf mich nicht zu sehr blicken lassen. Bitte. Kann ich eigentlich allgemein irgendwas machen? Nee, ne? So. Na, na. Abgeschlossen. Was glaubst du, was du da machst? Aufhören, bevor wir Ärger kriegen! Niemand kommt rein oder raus, außer es gibt ein Problem. Ich halte die Maschinen an, die Tür öffnet sich und ich habe einen Weg zu Ferris. Okay. Blockieren wir mal. Da fliegt mir eine Idee zu. Jetzt, Baba.
Hey. Und der nächste. Und fuck, der nächste. Wir sind erledigt. So. Bringt das in Ordnung. Schnell, bevor die Aufseher kommen. Terror schützt schon seine Köpfe. Okay. Was soll denn das? Wer ist dafür verantwortlich? Luftattentat. Zack. Wer bist du? Der Hygienebeauftragte. Dieser Mann ist tot. Du bist der tote Mann. Fahr auf nach Hause, Junge. Gleich wirst du ein Wettergewinn. Zack. Schöne. Schlägerei. Zack. Batz. Zack. Zack. Und zack. Bitte schön. Okay. Lass mich durch. Jetzt bin ich hier erstmal, ne? Klopp. Nun zu dir, Ferris. Mr. Ferris hat beschlossen, dass alle, die über Ostern in der Fabrik arbeiten, doppelte Ration kriegen. Alle anderen brauchen gar nicht erst zurückzukommen. Ich muss noch etwas weiter nach oben. Und einmal los. Zack. Parkour. Und ab. So, Entdeckung. Gegner, die Sie sehen können, schöpfen Verdacht. Wenn Sie in deren Blickfeld bleiben, werden Sie aggressiv und greifen an. Gehen Sie hinter eine Deckung, um Gegner abzuschütteln. Sie werden dann Ihre letzte Position untersuchen. Oh, das wird dir noch leid tun. Huch. Das ist ein letzter Kampf. Viel Spaß. Okay. Zack. So, wir schleichen mal eine Runde. Da wird das Eisen verladen. Und jetzt an die Arbeit. Die Regeln hier sind ganz klar. Zack. Kann ich aufs Dach? Nee. Okay. Aufs Dach komme ich nicht. Schön mal hier, ne? Mal gucken. Ach, scheiße. Mal hier
Ne? Attentat, zack, zack. Oh. Ah ja, und plündern, nicht vergessen. Zack, zack, zack. Und plündern nicht vergessen. Sesam, öffne dich. So. So, schleichen. Wenn sie mit X schleichen, sind sie schwerer zu entdecken und können sich schneller bewegen. Der Schleichring zeigt Gegner über oder und unter ihnen. Halten sie hinter einer Deckung L2 gedrückt, um zu zielen, und drücken sie R2, um Messer zu ziehen. Also sprich, zack, zack, zack. Nichts schlägt eine gute Diskussion mit meinem Nachmittagsmuntermacher. Muntermacher? Das hättest du wohl gerne. Die Jungs mussten dich zur Fabrik zurückschleppen. So. Dann schleichen wir uns mal hier rüber. Oh, da war gerade einer. Muss ich markieren, sonst. Na, kommst du näher oder? Oh. Da ist der! So. Machen wir. So. Glaube ich eher weniger, das. Du mich siehst, sagen wir es mal so. Ne? Okay. Da oben. Guten Tag. So.
Okay. Muss näher ran. Und zack. So. Allerdings würde ich sagen, hier oben werden wir jetzt erstmal für heute diese Folge beenden. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr schaltet auch in der nächsten Folge wieder ein, wenn wir weitermachen und Rupert Ferris töten werden. Und dann mal schauen, wie es weitergeht. Also, tschüss, ciao, euer Levoski-san.